Mai-Freunde, es ist soweit. Wir starten in die Saison 2017. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ute Tienel. Als Geschäftsführerin der Kamai-Spiele begrüße ich Sie ganz herzlich hier im Freilichttheater am Kalkberg. Wir feiern heute Premiere und die Sonne hat sogar schon geschienen und es scheint auch gutes Wetter zu bleiben. Trotz aller Vorhersagen, trotz des vielen Regens heute, hat Petrus doch ein Einsehen mit uns gehabt. Und wer sich an die Premiere im letzten Jahr erinnert, ich finde, wir haben es auch verdient. Über 7500 Gäste sind heute Abend hier. Das ist ein toller Anblick. Unter ihnen wieder viele Vertreter, prominente Vertreter aus Wirtschaft, aus Showbusiness, aus Politik. Ich begrüße die Finanzministerin Monika Heinhold. Die Sozialministerin Christine Ahlheit. Den Innenminister Stefan Struth und den Wirtschaftsminister Reinhard Mayer. Erlauben Sie mir bitte eine persönliche Anmerkung. Herr Mayer, Sie waren ein und sind ein treuer Begleiter der Kalmai-Spiele. Sie haben in den vergangenen Jahren den Tourismus in Schleswig-Holstein nachhaltig gestärkt und gefördert. Das haben wir hier auch bei den Kalmai-Spielen gemerkt und dafür sagen wir heute Dankeschön. Besonders freue ich mich, dass heute unser Ehrenhäuptling, der große Vater der Melodien, dabei ist. Er hatte vor einer Woche Geburtstag, er wurde 90 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Martin Böttcher. Er sitzt dort oben. Seine Winnetou-Melodie sorgt immer wieder für unvergleichbare Gänsehautmomente in unseren Inszenierungen. Aber auch jetzt spüren wir alle ein bisschen Kribbeln, insbesondere hinter den Kulissen. Glauben Sie mir, ob Indianer Häuptling, Westmann und der Gangster, so cool wie Sie auch manchmal auf der Bühne wirken, jetzt haben Sie alle ein wenig Lampenfieber. Und Sie sind ganz bestimmt darauf, wie Ihnen gefällt, was Sie hier in 5 Wochen Proben unter der Leitung von Norbert Schulze Junior, der dort oben Platz genommen hat, erarbeitet haben. Starke Bär aus dem Norden. Er war viele Jahre der Landesvater in Schleswig-Holstein und wir freuen uns sehr, dass er heute gekommen ist und diese Aufgabe übernimmt. Begrüßen Sie mit mir den ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen.